gerade Straftaten zum Nachteil älterer Menschen, Stichwort Enkeltricks, Stichwort falsche Polizeibeamte, Stichwort Handwerker, die ältere Menschen in ihren Wohnungen aufsuchen, dort berauben, dort betrügen. Das sind besonders perfide Straftaten und die haben sich im letzten Jahr fast verdoppelt, was die Anzahl der Versuche angeht. Die vollendeten Straftaten sind glücklicherweise nach unten gegangen. Sehr positiv empfinde ich natürlich, dass die Gesamtzahl der Kriminalität zurückgegangen ist. Besonders positiv ist dies beim Wohnungseinbruch. Wir haben tatsächlich die niedrigsten Fallzahlen in Köln seit 38 Jahren. Insbesondere nach 2015 fahren wir ja vielfältige Präsenzkonzepte hier in Köln, auch mit Unterstützung anderer Polizeibehörden. Wir schreiten konsequent ein, wir sind nicht nur präsent, sondern wir schreiten sehr niederschwellig und konsequent ein. Und das hat deutlich Wirkung gezeigt. Deswegen haben wir auch wesentlich weniger Straftaten als noch 2015.